So, Freunde, und damit willkommen zurück zu Dead by Daylight. Die liebe Alex ist natürlich auch schon da. Miau, zurück hier. Miau, miau. Da erinnere ich mich an was. Wollte ich nicht bei der Huntress mal wieder hier, eventuell, warte mal. Wir hatten da doch hier, wenn schon, denn schon, oder? Hier, let's go. So, okay. Huntress muss man aber heute, glaube ich, gar nicht spielen. Zumindest nicht theoretisch. Töte als der Wandler einen Überlebenden mit einen Händen. Mit eigenen Händen. Mit einen Händen. Töte einen Überlebenden mit einen Händen. Ah, ja. Gibt's auch Überlebende ohne Hände, Maß? Ich bin mir nicht sicher. Und, ich habe auf Deutsch umgestellt. Deswegen hört sich das, glaube ich, so merkwürdig an. Wahrscheinlich. Füge mit der Legion vier Überlebenden einen Status effektive, den Status effektive Wunde zu. Okay. Ich habe nämlich umgestellt, damit wir hier mit den Herausforderungen, wenn wir dann hier in die Sammlung gehen, damit wir die auf Deutsch lesen können. Ich vermute mal, er liest die trotzdem auf Englisch vor, oder? Hitting zero. Ja, okay. Er liest das trotzdem auf Englisch vor, aber wir hätten dann zumindest... Ich meine, ich könnte es ja dann auch selber vorlesen. Ich mag es zwar, wenn es mir vorgelesen wird, aber ich könnte es auch theoretisch dann selber vorlesen. Ist dann vielleicht nicht so verwirrend dann. Mal gucken. Wer war der Wandler? Das ist Michael Myers. Okay, Leitfaden. Achso. Wir müssen hier noch weiterkommen. Das hier, glaube ich. Soldaten des Chaos. Ah ja. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Störe und ergreife zwei Überlebende, während sie an einem Gen arbeiten. Gut, das ist allerdings Uneinigkeit. Boah, die ganzen Perks auf Deutsch. Oh, ich kann die gar nicht. Ich könnte die nur auf Englisch. Mist. Das hier ist gefühlt eine Runde, wo du farmen willst. Ohne Witz, das bringst du sonst nicht hin. Das bringst du einfach nicht legit hin. Aber gut. Ansonsten sehr viele Survivor-Quests noch. Hauptsächlich eigentlich nur noch Survivor-Quests, wenn ich mir das hier so angucke. Haben wir hier noch eine Killer-Quest? Eine Huntress-Quest, ja. Okay. Ein herrlicher Krieg, das ist für die Huntress. Das hier ist nochmal... Ah ja, genau. Ergreife einen Überlebenden, während sie sich in einem Schließschrank verstecken und über das Talent Eiserne Jungfrau nutzt. Das ist halt auch so dumm. Das ist echt auch irgendwie... Ich weiß nicht, was sie sich da denken, weil wenn das Perk jemand hat, dann erwischst du die meisten halt nicht mehr im Schrank. Also... Nee. Da musst du, glaube ich, mit den Survivern farmen, um diese Quests hinzubekommen. Triff zwei Überlebende mit einem aufgeladenen Angriff mit den Ballen der Jägerin. Oh, das können wir machen. Zwei Überlebende mit aufgeladenem Angriff treffen. Das klingt machbar. Ich würde mal sagen, dann spielen wir doch eine Huntress-Runde, wa? Dann machen wir eine Huntress-Runde hierfür. Oh, ich habe da nur eins von. Ah, das ist ja nicht so viel. Blutung bringt nichts. Ich mach mal das. Oh, da lassen sie ihn schon lizenzieren. Was? Da lassen sie ihn schon lizenzieren und nutzen nicht mal seinen Namen. Das machen sie aber bei allen. Ich weiß nicht warum. Manche Leute stört das auch, dass sie das nicht machen, aber naja. Werden schon irgendwie einen Grund haben, ne? Weil ich meine, Freddy ist der Albtraum. Dann der Kannibale ist der Kannibale, aber das heißt halt eigentlich Leatherface, ne? Gut, A Nightmare on Elm Street. Okay, hier unten steht's nochmal, woher die zumindest kommen. Das Schwein. Oder Ghostface heißt Ghostface. Okay. Weißt du, bei dem haben sie sich gedacht so... Oh, nee. Nee, Ghostface ist einfach Ghostface. Nee. Ghostface ist Ghostface. Warum? Warum haben sie es bei ihm so gemacht? Und der Demogorgon ist auch der Demogorgon halt einfach. Ja, ne? Also... Okay. Gut. Dann wohl, ne? Schön, dass wir das klären konnten. Aber ja, hier einfach, ja. Keine Ahnung, vielleicht war der Name einfach doch nicht mitlizenziert. Ich weiß es nicht. Und ich habe... Mir fällt gerade auf, dass ich dumm bin. Weil wir spielen DBD am Nachmittag. Und DBD am Nachmittag ist ein Pain in the Ass, was die Lobbysuche angeht. Zumindest als Killer. Das habe ich nicht bedacht. Mist. Gut, wir warten trotzdem mal. Ich will die Huntress-Quest zumindest machen. Danach spielen wir vielleicht Survivor dann. Weil, das ist irgendwie doof. Okay, doch nicht so schlimm. Offenbar doch nicht so schlimm. Weil letztes Mal, als wir nachmittags gespielt haben, war das wirklich... Konnte es so vergessen, gefühlt.
Vielleicht spielen wir dann auch so eine Farming-Runde mal. In der Hoffnung, dass mich die Survivor dann sie vom Gen wegziehen lassen oder aus dem Schrank grabben lassen und so Zeug. Weil anders werde ich diese Quest teilweise nicht hinbekommen, außer ich will 1 Million Spiele spielen. Dann vielleicht, aber ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Vielleicht spielen wir auch nach DBD noch ein bisschen Resident Evil. Denn ich würde ja schon gerne meine Daily Quest machen. Und ich würde eigentlich heute Abend, das hat eigentlich echt Spaß gemacht mit Open End und so. Ich würde vielleicht heute Abend dann wieder Sims 4 weiterspielen wollen. Das hat, eigentlich dachte ich immer, Sims 4 am Nachmittag wäre ganz cool. Aber ich fand es abends gestern jetzt eigentlich auch ganz chillig. Wir haben auch relativ viel hinbekommen. Und haben uns ja auch so eine eigene Quest gemacht. Von dem her, war ganz cool. Ach ja, Open End. Habt ihr wirklich bis fast 4? Ja. Wir haben sehr, sehr lange gespielt. Wir haben wirklich sehr, sehr lange gespielt. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas war auch. Ich glaube Mercy war da. Also, ne? Ach ja, ah ne, und Selina war auch irgendwie, kam auch zur Rede hier. Die guten alten Community-WG-Leute hier von Sims. Bei dem müssen wir eigentlich auch mal wieder reingucken, was da so abgeht. Denn wir waren immer noch nicht auf diesem einen Planeten. Ich will da hin. So, ich verschwinde mal kurz. Huch, oder auch nicht. Hallo, jetzt. Ich verschwinde mal kurz, damit ich hier, ne, und so. Okay. Es ist Kornfeld, also habe ich eh schon verloren. Alter, ich sehe nichts. Und hallo Lisa, was geht? Hä? Was ist da los? Oh, hier ist ein Loch inzwischen. Das ist ja awkward. Ich kenne die Map einfach nicht mehr. Alles gut, ich hab Kuchen. Ja, okay, dann, ja. Dann ist wirklich alles gut. Da konnte man durchwerfen, ich hab's mal versucht. Frau. Und ich bin echt schlecht gerade. Holy shit, bin ich schlecht. Oh mein Gott. Wie soll ich denn die Runde bitte gewinnen? So jedenfalls nicht. Oh je, oh je. Ich will doch nur den aufgeladenen Schuss landen, mehr will ich eigentlich gar nicht. Deswegen versuche ich gerade so krampfhaft alle irgendwie mit einem Schuss zu treffen. Muss ich da auch eine Entfernung? Stand da eine Entfernung bei? Muss ich ganz weit auch noch entfernt sein? Ich bin mir gar nicht sicher, ob da auch noch das irgendwie dabei stand. Oder ob es einfach nur fully charged war. Ich habe selber nicht aufgepasst. Hab schon wieder vergessen. Nee, der trifft niemals. Nicht so gut.
Naja, ist auch erstmal hier die Einspielungsrunde. Die läuft ja immer scheiße. Wo ist der denn abgeprallt? Hä? What the fuck? Der war voll gut. Hi, David. Hat der viel gebracht? Oh je, ich glaube, ich muss nach der Runde irgendeinen anderen Charakter spielen. Ich hoffe, ich habe diese komische Quest dann jetzt wenigstens. Aber ich bin irgendwie voll unkonzentriert für Huntress. Mal wieder. Man kennt es ja eh nicht anders, aber ihr seid ja eh nichts anderes gewohnt, aber naja. Dennoch. Mayas, ja, den müssen wir auch spielen für irgendeine Quest, glaube ich. Von dem her kommt der Wunsch sehr gelegen. Vermutlich dahin, oder? Nope. Gibt's auch eine Leatherface-Quest? Nee. Bin auch nicht in Leatherface-Stimmung, wenn ich ehrlich bin. Nightbot hat recht. Bei Leatherface, ja. Da auf jeden Fall. Excuse me? Das war super awkward. Aber I'll take it. Ich wusste es. I fucking knew it. Ich wusste es. Lol. Wie die alle diese Chance-Stun-Perk haben, aber keiner hat es hinbekommen, den Typen zu retten. Ach ja. Das ist schon sad life. Hier ist die Hatch. Gibt schon so viele Commands, ja. Gibt sehr viele Command-Insider hier. Na. Na.
da hinten ist ein Scratchmarkt. Ah ja, da. Der hat sich so mal anders überlegt. Ich bin mir echt bei der einen Quest nicht sicher, ob ich die fertig habe. Hat ihr noch einen D-Strike? Offenbar nicht, okay. Offenbar nicht. Oh, sie ist RIP. Tschüss. So, Sternschnuppe, wünscht euch was, Leute. Komische Runde. Das war eine wirklich komische Runde. Keine Ahnung, was das war. Habe ich die komische Quest dann jetzt wenigstens geschafft? Ja, habe ich. Okay. Merkwürdige Runde, aber okay. GG. So, dann haben wir jetzt eine Runde Myers für die liebe Lisa. Habe ich dafür auch eine passende Quest vielleicht irgendwie noch hier so eventuell? Verdient ihr 3 Embleme der Silberqualität oder besser in einer einzigen Runde? Uff. Ergreife eine Überlehne. Ja, ich meine, man kann es versuchen. So, warte mal nochmal abbrechen. Töte als der Wandler einen Überlebenden mit deinen eigenen Händen. Ja, ne, dann machen wir das mal. Die Frage ist nur wie. Dauerstufe 3 funktioniert halt auch nicht immer. Haben wir irgendwie grünes Mori oder rotes Mori? Könnte ich auch nehmen, aber ich weiß nicht, ob ich dann Silver Quality bekomme. Wenn ich mit einem roten Mori reingehe. Mein Versuch wäre es wert, schätze ich. Das ist eigentlich voll widersprüchlich hier. Also das finde ich scheiße übersetzt. Erhöht deutlich die Bewegungsgeschwindigkeit beim Verfolgen. Beim Verfolgen? Das ist halt die Spezialfähigkeit. Aber warum heißt die Verfolgen? Das macht doch gar keinen Sinn. Verfolgen ist für mich, wenn ich dem Survivor hinterherlaufe und ihn jage. Ganz merkwürdig. Also, das ist für mich Verfolgen. Komisch übersetzt manchmal, aber naja. Wobei ich dachte, dass da inzwischen besser dran gearbeitet wird. Von den Übersetzern und so. Aber Verfolgen finde ich furchtbar schlecht gewählt. Wir spielen nämlich heute auf Deutsch, weil ich mir die komischen Notizen zumindest durchlesen wollte. Im Rift und so, oder vorlesen lassen wollte, aber gut, vorlesen ist nicht auf, ist leider nicht auf Deutsch übersetzt, ist trotzdem Englisch, aber die Texte sind theoretisch dann Deutsch. Du dachtest tatsächlich, dass DVD etwas verbessert? Ja, jetzt wo du sagst, hast recht. Wie konnte ich nur so naiv sein? Ausrufezeichen Lippen. Ich habe leider nicht mehr so viel Eistee und Cola vertrage ich eigentlich gar nicht so gut mehr, momentan. Aber Eistee ist so langsam aus, deswegen, ja, hilft nicht. Boah, der Lobby-Simulator, ne? Vielleicht spielen wir doch ein bisschen Survivor. Manchmal geht's schneller, manchmal nicht, aber irgendwie,
Ich habe mich so beobachtet gefühlt. Ich habe mich so verfolgt gefühlt gerade. Maury Myers. Ja, ich hoffe, wir bekommen alle Maurys zu sehen irgendwie. Ja, ein Blick, als würde er dir in die Seele gucken. Guck mal, wenn ich ihn hier so hinstelle, dann sieht das so aus, als würde meine Webcam hier stalken. Das ist der richtige Horror hier in dem Spiel. Und der Lobby-Simulator. Leider kein kurzes Krankenhauskleidchen. Muss ich nochmal gucken, wie viel das kosten würde. Aber ich will mir eigentlich gar nicht für Charaktere. Vor allem erstens, ich würde es dann eh nur in dem Ladescreen hier sehen. Mein komisches Krankenhauskleidchen. Und zweitens, für Charaktere, die ich jetzt nicht übertrieben oft spiele. Ich bin nicht so der Myers-Fan. Ich mag ihn ja nicht so gerne zu spielen. Würde ich mir nicht unbedingt so Cosmetics holen. Vor allem nicht für Echtgeld. Da will ich meistens sehen, was ich habe. Und deswegen meistens eher... Das Einzige, wo ich Echtgeld ausgegeben hatte, war bei David. Ansonsten würde ich... Ich würde es kaufen, würde ich es für diese Scherben hier bekommen. Aber sonst... Besser wäre es, wenn es wie richtige Krankenhausdinger hinten offen wäre. Ist es das nicht? Müssen wir mal angucken hier, ne? Boah, alter DVD. Da kriege ich schon wieder Resident Evil Resistance Vibes hier. Wenn ich mir das hier angucken muss, dann denke ich mir so, boah, in Resident Evil habe ich schon zweimal eine Lobby gefunden. Nee, ist es nicht, leider. Oh, arme Lisa. Ich glaube, wir spielen danach vielleicht lieber Survivor. Ich glaube wirklich. Ich halte das nicht aus. Diese Spannung. Wenn man 10 Jahre nach einer Lobby sucht, in der Hoffnung, eine zu finden bei... warte mal. Bei... 46.168 Spielern. Cool. Wenn man es nicht auf die Reihe kriegt, bei 46.000 Spielern eine Lobby zu erschaffen für mich. Cool. Danke. Oh, hoffentlich wird das eine gute Runde. So, mal kurz noch hier Profile verfolgen. Um meine Diabolik schon mal zu erhöhen. Oh, sehr viel... Hä? Sehr viele irgendwie aus Russland. Okay. Und gar nicht so viele Spielstunden. Vielleicht wird das eine bessere Runde, als ich dachte. Mal gucken. Ich sollte sie trotzdem nicht unterschätzen. Zum Diabolik erhöhen musst du böse lachen. Ich lasse das mal lieber. Ich kann, glaube ich, nicht böse lachen. Worst Case, was jetzt passieren könnte, ist, dass jetzt einer rausgeht, weil ich einen Mori hab. Was zum Teufel? Hä? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, da war ein komischer Fehler. Schrägstrich, Ausrufezeichen, oder Anführungszeichen, what? Ja, genau so. Mhm. Ist böse, böses Lachen ist doch dann eher, scheint man doch eher hier mit, hehehehehe. Nein, nein, das geht, was? Oder Muha, ja, stimmt, oder so. Stimmt. Wieso musste ich gerade an eine Kuh denken? Wahrscheinlich wegen Mu. Die böse Kuh, was? Ach ja. Enttäuschend, Marc. So, dann stalken wir uns jetzt erstmal wieder 10 Jahre hoch, bis wir überhaupt irgendwas zu machen können. Boah, 10 Stunden später. Keine Müdigkeit vortäuschen, ich bin wirklich müde. Und ich weiß nicht warum. Das Lustige ist,
umso später es wird, desto wacher werde ich wieder. Das heißt, wenn wir dann irgendwann, keine Ahnung, 0 Uhr abends haben, bin ich wieder super wach, Leute. Und dann könnte ich noch, keine Ahnung, bis 5 Uhr morgens streamen, so wie gestern gefühlt. Hier musst du mal an eine Kuh denken. Ach ja. Ich hatte gerade was rascheln hören. I knew it! Aua. Und die Diabolik ist schon wieder vorbei. Schade. Wir könnten sie auch schon instant, Maureen. Hallo Meister, was geht? Okay. Bei der nächsten Palette ist sie weg. Oh, der hatte Quick and Quiet, glaube ich. Der Dad hat aber so merkwürdig, dass er tatsächlich funktioniert hat. Ich hätte wirklich die Fangmin schon Maureen müssen, glaube ich, bei den Survivern hier irgendwie. Noch schneller geht's nicht, oder? Ist das die Fangmin, die wir Maureen können? Boah, warum sind die Leute immer so? Warum müssen die so früh droppen? Macht doch gar keinen Sinn, die war voll wasted. Ich will nicht, dass sie früh droppt. Ich will, dass sie spät droppt und dann mein Spirit Fury aktiv geht und dann, ja. Oh, bin so froh, wenn ich die blöde Kuh da Maureen kann. Nervensäge. Alter, kriegt die Krise, ne? Dann haben wir zumindest die komische Quest abgeschlossen. So, weg mit dir. Ich will dich nie wieder sie sehen. Ich hasse Fangmins. So. Gute Nacht. Das Stalken dauert halt so lange. Wo läuft die denn lang? Kann ich die nicht auch gleich, Maureen? Hä? Hör auf damit. Okay. Die können wir nicht Maureen, weil die noch nicht hingen. Ich dachte, das wäre eine, die eventuell auch schon hing. So, wir haben da hinten noch irgendwo einen Gen offenbar. Vermutlich machen sie den, weil alle anderen, würde ich sagen, können sie nicht machen. Vielleicht machen sie ja... War da gerade... Warte mal.
Ich hätte schwören können. Oh mein Gott. Oh, der Gen sieht sehr, sehr weit aus. Sehr, sehr, sehr weit. Die Krähen haben sie verraten, dass sie da drüben war. Flink hat sie auch noch dabei. Oh je, und die hing halt auch noch nicht. Die hing halt auch noch nicht. Hä? Wait, what? Shit. Shit. Ich glaube, wir werden von unserem Red Mori nicht mehr viel zu sehen bekommen. Myers ist einfach Müll. Ja. GG. Schade. Ich hätte gern noch ein paar mehr gemorried. Kein Müll. Ja. Kann halt auch einfach nur weggegenrushed werden. Was anderes gibt's da halt nicht. Vielleicht sehen wir noch einen Mori. Ah, Flink. Die eine, die sie geheilt hat, muss eigentlich auch noch in der Nähe sein. Weil von alleine, glaube ich, wird das schwierig. Ich morry sie jetzt einfach. Dann haben wir wenigstens zwei. Oh, oder nevermind. Bekomme ich die noch hochgestalkt? Ja, nice. Nice. Die andere ist abgehauen. Das ist der Perk links, Endoring vom Hillbilly. Da wird die Stunrate reduziert, wenn du in die Palette reinläufst. So. Okay. Dummheit, der Survivor siegt. Der Blick von ihr hier gerade, oh mein Gott. Naja. Wären die Survivor schlau genug gewesen, einfach zu gehen, hätte ich einen Kill gehabt.
Aber naja, so läuft das. Aber wir haben die Quest abgeschlossen. Wir haben trotzdem 3 Silberembleme gehabt in der Runde. Das wundert mich fast. Aber ja, ja gut, 3 Silberembleme ist auch nichts Besonderes. Trotzdem halt die Pip natürlich, klar. Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Naja. GG. Bin von Meyers einfach nicht überzeugt. Der ist zu situativ. Manchmal klatscht er gefühlt alle auf einmal weg und manchmal... Keine Chance. So, Gruppe 20 freigeschalten. Okay. Was haben wir da? Gar nichts. Cool. Ja, hat sich ja richtig gelohnt, dass wir da so viel freigeschalten haben. Danke, Spiel. Repariere 5 verschiedene Generatoren und zwar jeden davon mindestens 1 Sekunde lang. Was? Was? Also ich muss 5 verschiedene Generatoren mal kurz antatschen für 1 Sekunde? Voll schwer die Aufgabe. Ich bin echt verwirrt, was sie will. Also ich muss jeden davon mindestens 1 Sekunde antatschen. Wow, was eine Quest, ne? Das heißt, ich laufe um die Map umher und touche einfach mal alle Generatoren irgendwie an. Ja, let's go. Da sehe ich mich. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Bei meinem Glück laufe ich dann in den Killer hinein oder so. Handfassen verboten. Habe ich bei dir eigentlich noch Sachen, die ich verspielen will? Oh ja, habe ich. Theoretisch müsste ich bei dir echt noch Sachen verspielen, meine liebe Lori. So sehr ich dich auch hasse. Aber, ja. Habe jetzt alle Aufgaben von den Überlebenden im Rift bisher durch. Ach, cool. Ich habe jetzt so gut wie alle Killer-Dinger, glaube ich, durch. Nicht alle, aber viele. Es gibt halt noch die ganzen... Es gibt schon noch viele Killer-Dinger, die, die halt... Wie soll man sagen... halt keine besondere Note abgeben oder so, dann ja. Ja, ich spiele tatsächlich mal Lori, weil... Nachdem wir Quentin dann Prestige 3 haben... Fehlt nur noch Lori, Leute. Ob ihr es glaubt oder nicht. Beziehungsweise bis dahin ist die neue bestimmt schon da. Das heißt, die können wir dann nochmal leveln, aber Schaden tut es trotzdem nicht, wenn ich die Sachen hier mal verspiele. Ich meine, Quentin Prestige 3 ist jetzt wirklich nicht mehr weit entfernt. Der ist jetzt Prestige 2. Das geht halt echt schnell. Ich würde sagen, so vielleicht 3 Millionen Blutpunkte oder sowas. Quentin der Heslon. Den können wir halt auch nochmal spielen und die Sachen verspielen, die wir auf ihm haben. Aber dafür müssen wir ihn halt erstmal leveln. Können wir während der nächsten Lobby-Suche nochmal machen vielleicht. Okay. Der hat eine schon wieder einen Schlüssel dabei. Ich als Killer wäre schon wieder genervt von dieser Truppe hier, aber ja. Ariana Grande spielt mit, ach cool. Weißt du, Taylor Swift, wen hatten wir noch so? Lady Gaga? Hatten wir auch Lady Gaga? Ich weiß gar nicht. Aber ich finde es schön, dass die alle DBD spielen halt in ihrem Leben. Und offenbar kann sie auch Russisch. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Lori spiele, aber gut, wenn ich dann gecampt werde und getunnelt werde, dann ist halt kein Wunder, ne? Dann ist halt kein Wunder. Ariana ist in Wirklichkeit voll der Toxic-Spieler. Ja, bestimmt. Ja, let's go hier. Da sehe ich sie auf jeden Fall.
Ich habe immer noch irgendwie so einen komischen, ich weiß nicht warum, so ein komisches Ziehen in meinem Arm. Vielleicht liegt das einfach daran, dass ich zu viel zocke. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, Ariane ist toxisch. Nur weil du sie nicht magst. Oder wie war das? Oder warst du? Doch, Alex mochte die nicht, oder? Irgendjemand mochte die nicht. Ich glaube, Alex war es. Ich war so, what? Oder die Songs mochtest du nicht, oder irgendwie so. Ich verabscheue sie, okay? So schlimm gleich. Arm abschneiden. Weiß nicht. Ist, glaube ich, nicht so gut. Aber ich kann ja mal Clowny fragen. Ich bin mir sicher, der kennt sich damit aus. Der hat schon Erfahrungen mit Fingern abschneiden gemacht. Vielleicht kann mir der ja weiterhelfen. Oder mal Pia fragen. Ich glaube, die hat Kontakte zu Clowny und so. Boah, wieso lädt denn das so lange? Ist, hat da einer den Stecker gepflückt? Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Doch, doch, mach das. Die ist doch die von Sam und Cat, beziehungsweise Victorious mit den roten Haaren. Das stimmt. Da ist sie halt ganz anders, ne? Irgendwie. Das ist voll weird. Das dachte ich mir auch so, krass. Boah, wieso lädt denn das so lange? Es geht sogar los. Ich glaube, Takt. Oh, ich hab Spinnfuß. Git. Oh, toll, ja, Corrupt. So viel zu meiner Quest. So viel zu meiner Quest. Ich mache komische Geräusche. Ich hasse mein Leben. Da spielst du einmal Survivor, geht schon wieder so los. Irgendwas leckt gerade. Irgendwas hat gerade enorm geleckt. Hä? Die ist ganz komisch gerade gelaufen. Und das haben sie immer noch nicht gefixt, dass du einfach die ganze Zeit nur noch neben dem Haken hängst. Och, DBD. Mein Hirn konnte das nicht verarbeiten und hat automatisch Lobby ausgeblendet. Oh, ich krieg's kotzen. Oh, Bitch. Ich muss doch fünf Generatoren antatschen. Mann. Da haben die einfach einen ohne mich angemacht. Ich klappe dann mal alle da auf der Seite ab. Ich weiß, super sinnvolle Quest, die definitiv nicht den. Oh mein Gott. Die definitiv nicht den Gamefluss irgendwie kaputt macht von den anderen Spielern. Finde ich super, dass sie sich solche Quests ausdenken. Finde ich wirklich Premium. Das war locker eine Sekunde, oder? Haben wir den Gen jetzt schon? Sind hier nur zwei Gens? Da müssen noch mehr sein, oder? Haben wir den da hatten wir kurz angetatscht.
Nun sonst. Waren da schon 5 Gens? Diese Quest ist so dumm, ne? Wer überlegt sich solche Quests? Touche 5 Gens für eine Sekunde lang an. Ich finde, das ist eine super Quest. Die können wir mal in den Griff packen. Und Ariana Grande wird verfolgt. Oh nein. Also das sind die wirklich schlimmen Dinge im Leben. Ich bin ein Lorry und mach komische Geräusche. Clip. Cool. So, ich hoffe, ja, dass die Quest jetzt erfüllt ist. Hat jemand mitgezählt? Waren das 5 Gens? Wir, wenn nicht. Nee, ich muss das nochmal machen. Oh. Es waren 4,9 Gens. War hier nicht noch ein Gen hier hinten? Oh ne, war doch keiner, ne? Shit, wieso bin ich hier rüber gelaufen? Obwohl doch, da war noch einer. Der da direkt. Die hat 100 pro Nöte, oder? Wobei, wir haben alle Totems kaputt gemacht, gefühlt. Zumindest fast alle, glaube ich. Ich gehe da mal. Ich bin mir sicher, die anderen schaffen das. Fuß. Uff. Ja, ich glaube, da hat jemand keinen Bock auf Ariana Grande, ne? Ich glaube, der die Spirit hat da was gegen. Die, glaube ich, ist da nicht so der Ariana Grande-Fan. Das ist natürlich schon sehr belastend. Komm schon, lauf schneller! Wo läuft denn die andere hin? Die sieht aus, als hätte sie voll den Masterplan. Wow, hat die Masterplan. Holy shit, ey. Boah, die weiß richtig, weit abgeht. Sucht die jetzt noch die Hedge oder was will die machen? Ich glaube, sie ist dumm. Wenn die jetzt reinsteppt, lache ich sie aus. Die hat's echt verdient. Oh, schade. Oh, arme Spirit. Boah, die hätte so verdient gerade gehabt. Für den komischen Move, was sie da noch gemacht hatte. Keine Ahnung warum. Ach ja. Also ich glaube, Alex ist der Killer. Was? Nee, nur in Resident Evil Resistance. Da ist sie auch als Mastermind und so drin, ne? Aber ansonsten, So, cool. Wir haben diese merkwürdige Prüfung abgeschlossen.
Verstecke dich in einem Umkreis von 10 Metern, um den Killer ohne erwischt zu werden, und zwar für insgesamt 60 Sekunden. Und zwar als Dwight Fairfield. Schließe diese Herausforderung in einer einzigen Prüfung ab. Was? Okay, aber nur verstecken an sich. What the fuck? Was ist das für eine Quest? Das ist halt wirklich die... Okay. Ich komme bei einer Prüfung, wenn dein... Okay, das können wir gerade eh nicht machen. Rette 12 verschiedene Überlebende vom Haken. Du musst sie sicher vom Haken befreien. Ach was. Rette 2 Überlebende vom Haken. Du musst sie sicher vom Haken befreien. Schließe diese Prüfung in einer einzigen Dinge ab. Springe während einer Jagd dreimal über eine Palette oder ein Fenster, während du das Talent Gelegenheit nutzt. Gelegenheit nutzt. Was? Dreimal über ein Fenster. Okay. Gelegenheit nutzen? Ich muss zugeben, die eine Dwight Quest klingt irgendwie fucking lustig. Was ist denn Gelegenheit nutzen? Habe ich das hier? Bestimmt nicht. Ist das Windows of Opportunity? Ja, okay. Dreimal über ein Fenster springen. Huch. Hä? Ist die... Achso, 0 von 1. Das sah gerade so aus, als hätte ich die schon abgeschlossen. Die kann richtig gut Deutsch können. Versuchen wir das mal. Dreimal über ein Fenster springen, während man gejagt wird, sollte doch machbar sein. Oder über eine Palette. Das ist halt wirklich, ja. Das sollte machbar sein. Wenn man nicht total facegecampt wird am Anfang oder so, weil irgendwas merkwürdig ist, sollte es machbar sein. Ich muss erstmal los, bis später noch. Viel Spaß euch noch. Alles klar, Lisa. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir sehen uns. So, ein Lobby gefunden. Hey, guck mal, das ist Fangmin. Als Fangmin. Krass. Das ist wahrscheinlich die echte Fangmin. Die kommt aus Schweden. Ah ja. So viel zu Fangmin. Marzo, by the way, shame on you. Ich wollte eigentlich nicht zeichnen, aber allein das Erwähnen vorhin hat mich motiviert. Böse. Ups. Ja, dann zeichne mal hier. Kannst du David King zeichnen? Oder so, keine Ahnung. Nee, ich hab schon was ich zeichne. Alles klar. Ich seh's dann auf dein Instagram, oder? Wenn's fertig ist. Hab ich gehört. Genau. Na dann. Behalte die Statussymbole der anderen Survivor im Blick, die dir zeigen, ob sie verletzt oder im Todesstatus oder festgehakt sind. Wow, krass. Hätte ich ja nicht gedacht.
Wenn das ein Neuling nicht weiß, puh. Dann ist natürlich schon bitter. Alle hängen so, Neuling so, oh, ich mach mal einen Gin. Das erklärt, warum die das immer machen. Vielleicht wissen die einfach nicht, was abgeht. Okay, ich sehe ganz viele tolle Paletten, aber kein Gin. So, jetzt bloß nicht wieder von den Meyers wegziehen lassen oder so. Ich sehe schon wieder kommen. Was macht der Typ? Achso. Ich hasse es, wenn die keinen Herzschlag haben. Ja, ist ja kein Bomben mehr auf mich, glaube ich. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Aber das nehme ich mal. Das Skin ist schon wieder irgendwie broken, oder? Guck mal. Der hat da einfach ein Loch drin. Oh. Wieso sind die Skins von ihm immer broken gefühlt? Guckt euch das an. What the fuck? Oh, hi, Geisti kommt wieder. Unser Freund, der Geisti, ist wieder da. Oder auch nicht? Achso, er jagt den Mighty. Hab 8er Typ. Der ist super verpeilt gefühlt. Hey, er macht die Palette mal kaputt. Was ist los? Okay. Disconnected. I'm Hexy and you nerd. Dankeschön für den Follow. Willkommen im Hamsternest. Mach's hier gemütlich. Der Geist ist merkwürdig, aber der Disconnect ist auch merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Ich verstehe auch nicht, warum der Dwight gerade disconnected ist. Was hat der Typ? Achso, man verliert da die Sachen eh nicht mehr. Was hatte denn der Typ? Das war echt irgendwie unnötig einmal. Ich frag mich gerade, warum nicht I'm Hexy and you nerd me. Oh Gott. Uff. Mann, ich hab doch gedrückt. Ich hab gerade meinen Kopf gekratzt, das zählt nicht. I'm Hexy and you nerd me. Oh Gott. Das wäre auch irgendwie. Ja. Uff. Muss ich Dinge verstehen, die da hinten gerade schon wieder passieren? Was war nochmal meine Quest? Ach ja, habe ich inzwischen genügend Windows und Pallets gewalltet für meine komische Quest in der Runde? Ich bin mir echt nicht sicher.
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühle ich eine Connection zwischen mir und dem Geissi. Ich glaube, der Geissi würde mich bestimmt gehen lassen, wenn ich ihn lieb frage. Er geht in eine komplett andere Richtung. Manchmal sind die Survivor näher als man denkt, ne? So. Na, guck mal, wer wieder da ist. Ich könnte es uns zutrauen, wenn ihr jetzt nicht komplette Grütze spielen. Dass wir dann trotzdem noch die Gens hier durchbekommen. Da traue ich uns eigentlich schon zu, wenn ich ehrlich bin. Dieser Skin ist einfach immer buggy gefühlt. Egal was man macht. Hier, guck mal. Einfach mit dem Loch da drin. Warum? Warum bekommen die sowas nicht auf die Reihe? Moin. Schaut sich aber jemand. Und die Obsession wird gejagt. Oh je. Wahrscheinlich kommt zum Schluss noch die Nötklatsche. Das würde ich dem Geist eigentlich auch. Es ist ein Geist, der sollte eigentlich Nöt dabei haben. Im Normalfall. Alter, selbst da ist der Skin buggy. Boah, ernsthaft, Leute? Warum? Guckt euch das an. Der hat einfach ein Loch in der Schulter. Das ist doch nicht normal. Also so broken war der Skin gefühlt noch nie. Okay, er will nicht, dass der Gen angeht. Ja, der will nicht, dass der Gen da angeht. David ist ein Schweizer Käse. Das sieht halt wirklich so aus. Das ist doch nicht normal.
Die Runde ist echt merkwürdig. Mal gucken, ob ich den Jen ein bisschen weit bekomme hier. Oh, die andere wird gejagt. Ja, ich komme ja schon. Ich vermisse meinen Dash. Oh, shit. Ich habe uns gerade umgebracht. Dem Dwight traue ich nichts zu. Ich hätte einfach was anderes machen sollen. Naja. Der andere Dwight hat versaut mit dem Disconnect. Ich glaube, da können wir alle... Huh? Hä? Was? Achso. Destruct. Ich glaube, dem können wir alle zustimmen. Der andere Dwight hat versaut. Macht der Mann da? Ja, die haben sich sehr gut aufgeteilt. Das ist unser Comeback tatsächlich. Der wird vermutlich gleich hierher kommen. Hallo Winnie, was geht? Ah, oh, die Runde. Ich finde, es gibt auch kaum noch Paletten. Das ist auch echt ein Problem. Aber wie gesagt, der eine Disconnect ist hauptsächlich schuld, dass die Runde so kacke läuft. Oh mein Gott. Bei mir geht nichts und bei dir. Oh, das Übliche. Die DVD-Action halt. So, ich versuche mir mal an den Gen. Wenn man gar nichts macht, bringt es einem auch nicht weiter. Okay, da kommt er. Yeah.
Wo geht denn bei ihm eigentlich der Haken, du? Ha. Das sind auch schon wieder irgendwelche Grafik-Glitches gefühlt. Ach, dieses Spiel. Macht der Typ. Shit. Ich sag doch, ich fühle irgendwie eine starke Verbindung zwischen mir und dem Geist, die da. Lul, ich bin VIP. Keine Ahnung. VIP ohne Sub ist so traurig, hä? Macht doch keinen Unterschied. Die Runde ist so strange, ne? Okay. Ich fühle eine Verbindung zu dem Geist, ich weiß auch nicht warum. Wie ging das? Warte mal. Was ist mit dem? Ach ja, schön. Unser Freund der Geist, Leute. Unser Freund der Geist. Ich sag euch, ich habe irgendwie eine Connection gespürt. Da war Liebe im Spiel, Leute. Da war Liebe im Spiel. Ach ja. Da gehen selbst die Welten sich ab. Ich sehe schon gleich kommen, die nennt sie wahrscheinlich so Reported. Oder irgendwie sowas. Ach ja, unser neuer Insider hier, ne? Ach ja. Wo ist denn diese Hedge gespawnt? Die ist auch schon wieder irgendwo am Ende der Welt, ne? Diese doofe Hedge. Die hätte ich niemals gefunden. Wo zum Teufel? Er findet sie halt auch nicht.
Da liegt ein White. Hat er im Check schon geguckt gehabt? Gleich wird's ihm zu blöd und er killt mich doch. Wo zum Teufel ist diese Hedge? Ich glaube, die ist einfach nicht gespawnt. Oh, hier. Cool. Ja. Dankeschön, lieber Geist. Dankeschön. Tschüss. Ja. Oh, Double Pip sogar. Das ist aber lieb. Ja. Positives Feedback. What do you want it from me? Dude, I'm stupid. Report on you, Rave. Oh, ich sag's doch hier. Mi. Mars, es gab einen Belohnungsdrop. What? What do you want from me? Ach ja. Not really, ja. Naja, es war halt ziemlich, ne? Okay. Oh lol, ich sehe gerade erst, was Alex hier gedroppt hat und oh, nö. Oh Alex. Warum? Warum denn? Uff, was nehme ich denn dann da für eine Quest? am besten die Dwight-Quest. Wir hocken einfach dann die ganze Runde im Schrank und machen nix. Das klingt doch nach einem Plan. So. Ich habe immer noch 45.000. Holy. Verdiene 100.000 Blutpunkte. Das ist auch einfach. Das ist wirklich einfach. Ich glaube, ich mache die mal. So, Windows of Opportunity brauchen wir dann nicht mehr. So, dann habe ich gehört, machen wir eine Survivor-Runde ohne Gehör. Das wird gar nicht schlimm oder so. Auf WBD Mobile wäre das ziemlich chillig, weil da hast du ja diese komische Herzanzeige, ne? Aber hier in dem DBD wird es, glaube ich, schwieriger, wenn man ohne Gehör spielen muss. Glaube ich, wird schwierig. Bei Selfcare und Medkit.
Falls das Medkit leer wird und ich schneller heilen kann. Ich mein, und außerdem habe ich bei eh nichts Besseres. Selbst wenn ich hier was anderes wählen würde, was dann? Ich könnte Adrenalin nehmen, aber... das, je nachdem, wie blöd die Runde läuft, vor allem wenn ich mich ja auch selber heilen muss, weil ich dann die ganze Zeit angehittet werde, weil ich den Killer nicht kommen höre, wird schwierig, denke ich. Deswegen nehme ich meistens Medkit und Selfcare mit. Weil Medkit hält auch nie ewig. Und manchmal brauchst du es. Und es ist ja auch nicht wasted, du heilst ja trotzdem schneller. Du heilst ja dann doch trotzdem, oder effizienter nochmal, wenn du Selfcare nochmal dabei hast. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ansonsten würde ich vielleicht das andere Perk mitnehmen zum Hochheilen, wo man die Totems kaputt machen muss. Das würde ich vielleicht noch eher dann mitnehmen, wenn ich ein Medkit spiele. Aber das habe ich auf Lori nicht. Wie das war das nochmal mit hier nicht Müdigkeit vortäuschen oder so? Ich freue mich irgendwie schon auf Abendessen. So in der Stunde oder so, glaube ich, werde ich mir was zu Abendessen gönnen. Aber ich habe wenigstens heute schon Mittag gegessen. Und das nicht erst um keine Ahnung wie viel Uhr. Das habe ich wenigstens schon gemacht. Deswegen ist heute auch ein bisschen später erst losgegangen. So leid es mir tut, aber ich hatte noch, ich hatte relativ lange geschlafen, weil wir ja gestern länger auf waren. Auch wegen Stream. Und dann habe ich trotzdem noch ein bisschen Serie geguckt und konnte nicht einschlafen. Und dann habe ich mich noch darum gekümmert, dass die ganzen Livestreams auch alle wieder auf YouTube kommen. Und dann auch Sims und so. Mittag zum Frühstück, ja, so quasi, ja. Oder Frühstück zum Mittag? Nee, andersrum eher, sozusagen. Zweimal Flashlight, dann trauen sie sich aber auch. Eigentlich wäre die Quest sinnvoller mit Killern zu machen. Weil als Survivor bekommst du nicht so viele Punkte. Aber naja. So, hey, guck mal, der schwebt. Habt ihr das gesehen? Wenn man hier so guckt, in dem Moment, dann sieht man, dass die schweben. Wenn man dann genau hinguckt, sieht das immer noch so aus, als würde er da schweben. Wenn man den Effekt einmal hier gerade gesehen hat, mit dem Schwenken. Das ist echt awkward. So, Maße ohne Gehör. Ich mach das hier schon mal auf 0. Headset kommt natürlich ab. Und dann Herr Fun Maser. Das wird ganz lustig bestimmt. Das wird bestimmt ganz lustig. So, und ihr dürft natürlich wie immer den wunderbaren Sound hören. Du wirst sehr viel Spaß haben. Okay. Ich sag das nochmal, wenn ich weiß, was es für ein Killer ist. So, Sekunde kurz. So, kurz Nase geputzt. Dachte, die Runde geht noch nicht so schnell los, aber offenbar habe ich verkackt. So, wo haben wir denn Jen? Da hinten gleich. Ich will meinen Sprintboost nicht instant einsetzen. Den bräuchte ich eigentlich noch. Und jemand wird schon gejagt. So, Skillchecks mit Handschuhs Lullaby sozusagen jetzt, ne? Das heißt, verzeiht mir, wenn ich gerade Unaufmerksamkeit eventuell bin dann. Oder, da läuft. Oh, da ist schon down. Oh oh. Das heißt, derjenige wird vermutlich gleich zu mir kommen. Ich sollte. Oh mein Gott.
Es ist ein Leatherface auch noch. Ach du Scheiße. Das hat mir ja gerade noch so gefehlt. Die Lederfratze. Oh, guck mal, der Jin ist schon ziemlich weit. Boah, ich kann nicht moonwalken. Ich habe zu starken Muskelkater. Von irgendwas. Wieso ist hier eigentlich keiner? Oh mein Gott. Oh, great skill check. Habt ihr das gesehen? Oh Gott. Sollte nicht auf den Chat achten. Ihr seid da, ihr seid des Skillchecks Tode, seid ihr. Gerade. Ja, mal gucken, ne? Campt er den einen da? Ich glaube, er campt den, oder? Ist das ein Camper, Leatherface? Oh, nö. Guck mal. Es ist ein Camper, Leatherface. Solche Leute machen den Leuten hier in DBD wirklich das Spiel kaputt. Das ist einfach kein Fun. Stell dir vor, du bist dieser Zokan, der gerade einfach gecampt wird. Das macht auch keinen Fun. Die müssten das Spiel auch so ein bisschen, oh Gott. Die müssen das Spiel auch ein bisschen... Ich finde, es gibt in Resident Evil Resistance sehr, sehr gute Ansätze, meiner Meinung nach. Wie die das gemacht haben, sodass es Fun für alle bleibt. Weil das hier ist nicht Fun. Das macht niemandem Spaß. Das macht doch selbst dem Killer kaum Spaß, wenn er da einfach nur blöd rumsteht. Und auf dieses Blödheit der Survivor halt hoffen muss. Aber... ja... Einfach kacke. Der eine ist auch schon wieder disconnected. Ist verständlich. Ist halt einfach verständlich. Was willst du mit so einer Runde halt machen? Und der nächste ist down. Ja, dann, ne? Haben wir etwa mehrere Masers? Was? Habe ich was umgestellt? Nee, kann ich nicht. Hä? Bringt sich um. Kein Wunder. Ja, Leute, ich muss jetzt die Hedge finden. Ohne die Hedge zu hören. Ne? Könnt ihr mir sagen, wenn ihr die Hedge hört? Aber bitte seid nicht gemein und verarscht mich, weil ich höre nichts. Ihr habt euch das gewünscht, jetzt müsst ihr mir auch hier raushelfen aus dieser Misere. So, wo ist die Hedge? Hört ihr sie? Seht ihr sie? Also ich sehe sie jedenfalls nicht. Noch ist sie auch nicht zu. Oh mein Gott. Hilfe! Ich sehe sie nicht, ich höre sie nicht. Oh mein Gott, das ist scheiße. Fuck. Oh, keine Ahnung. Habt ihr sie gehört? Ich jedenfalls nicht. Toll, ja. Für mich auch mit deinem Quality Gameplay. Jetzt. Leatherface macht halt keinen Spaß. Nicht zu spielen und auch nicht gegen zu spielen. Hm. Was macht der denn jetzt? Okay. Gibt er mir jetzt auch die Hedge? Das ist ja awkward. Ich fand die Runde trotzdem sehr, naja, sehr ernüchternd. GG. Ja, danke. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, was ich von der Runde halten soll. Ich denke nicht, dass hier irgendjemand Fun hatte in der Runde so wirklich.
Hm. Get good, mate. So, ich freue mich schon fast, weil ich irgendwann wieder spielen kann, damit du auch von dem Bubba dann gefacecampt wirst. Oder was? Ja, also, ich fand die Runde jetzt nicht so toll. Man hat ja auch gemerkt, dass die anderen auch überhaupt keinen Spaß hatten, deswegen, dass er mir die Hatch gegeben hat, ist zwar nett, aber dann hätte er aber auch anders spielen können, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich verstehe das Bubba-Dingens mit Campen oder Basement und so, aber es ist halt einfach nicht fun. Aber es ist halt Bubba. So spielt man Bubba. Nicht gefacecampt zu werden, sondern eher das Juken und der Nervenkitzel, sich zu verstecken, das hat mir immer Spaß gemacht. Ja. Ich war schon immer der Stealth-Spieler eher. Oh, Stealth kenne ich, aber das funktioniert einfach gegen die Höherrangigen nicht so gut. Also manchmal gibt es Situationen, da funktioniert es gut, aber irgendwann bekommst du einfach nur die ganze Zeit aufs Maul geklatscht, gefühlt. So, Leute. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mit euch Resident Evil Resistance noch ein bisschen spielen. Das lag jetzt nicht an der Runde, sondern ich wollte das ja sowieso nach der Runde hier machen. Damit wir da nochmal vielleicht die Daily Quest oder so machen können und dann danach mache ich eine kurze Pause und abends geht es dann wieder weiter mit. Vielleicht spielen wir abends wieder Sims. Habt ihr Bock abends wieder auf Sims? Es war gestern echt fun. Ich würde es vielleicht heute auch einmal wieder machen, dass wir einfach abends wieder ein bisschen Sims spielen. Wir müssen ja nicht auch nur Sims spielen, sondern wir können ja auch was anderes noch spielen. So, So, Sekunde. Spiel startet. Ich weiß noch, dass ich in Kill Your Friends das Einzige, was ich mich verraten hatte, das Blut war. Sonst hattest du mich auch nicht gefunden. Ah. Okay, krass. So, Spiel startet. Kloppen wir noch ein paar Zombies. Das macht ja auch Fun. Zumindest mir. Ich hoffe, euch macht's auch Fun. Bin mir sicher, so ein paar haben darauf gewartet. Wir haben 400 Spieler wieder im Spiel. Gestern waren es ein bisschen mehr. Aber 400 ist auch wieder ganz gut eigentlich. Ich meine, es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Ein Vorratszombie erledigen. Zweimal Teammitgliedern helfen, die im Sterbezustand sind. Okay. Klingt nach einer Valerie-Runde, ne? Klingt nach einer Valerie-Runde, wenn ihr mich fragt. Ich wollte gerade sagen, gefühlt ein neuer Rekord. 8 Sekunden wäre es eigentlich fast gewesen, wenn nicht einer gerade wieder irgendwie rausgeflogen oder so. 8 Sekunden Lobbyzeit, boah, das wäre es gewesen. Aber es geht trotzdem schneller als in DVD. 28 Sekunden Lobbyzeit. Aber dazu sage ich nie nein. So, Valerie, let's go. Oh. Ja gut, aber immerhin musst du nicht komplett neu suchen, wenn du hier rausgeschmissen wirst. Das ist auch ein Vorteil. Allerdings hätte ich mich vermutlich nie so hart verstecken müssen, wenn die gute Lisa nicht beim Struggling im Chat geschrieben hätte. Ach ja. Gute alte Zeiten, ne? Das war echt lustig. Irgendwie, ich glaube, sie hatte mich angeschrien, so Masa! Und dann so, oh, scheiße. Ach ja, das war ein lustiger Moment. Den müsste auch irgendwo bestimmt noch auf Video geben, oder? Boah, eigentlich hätte man das sich irgendwie, keine Ahnung, aufschreiben müssen oder so, wo das war.
Das ist halt echt so ein ikonischer Moment im Leben des Livestreams hier. Vor allem, ich finde es halt momentan auch wieder so cool, dass wir wieder alle irgendwie so ein bisschen zusammengekommen sind. Lisa ist jetzt auch wieder da. Allgemein sind wieder so ein paar Leute einfach wieder irgendwie von den guten alten Zeiten so wieder zusammengekommen. Das freut mich irgendwie voll. Das macht mich happy. Und wir haben Girl Squad gerade hier, da es gut gehen kann. Gegen der Alex. Trap Tricks. Der Name sagt mir zumindest nichts. Macht euch auf 3 Herausforderungen gefasst. Nicht 2 oder 4, 3. Genau. 3. Ach ja, immer 3. Ich sag immer genau 3, warum auch immer. Oh, das ist schon viel. Wenn wir zusammenbleiben, wird alles gut. Das weiß ich. Oh, instabile Verbindung mit dem Mastermind. Wenn ich das jetzt schon lese, ey, kriege ich schon wieder das Kotzen. Wir werden gleich alle zu Tode laggen, glaube ich. Verschlossen. Es gibt kein Entkommen für euch. Ich glaube, ich komme durch. Hä, hey, what the fuck ist das? Alter, es leckt halt wirklich. Boah, ich will... Ich habe irgendwoher Infection bekommen und ich weiß nicht woher. Scheiße. Wenn das alles ist, seid ihr erledigt. Ich glaube, bei den anderen leckt es so sehr wie bei mir. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, gegen die weiterzuspielen, so wie die laggt. Ich bringe euch zur Strecke. Vielleicht kann ich was tun. Bleib am Leben, süßes Versuchskaninchen. Ich will noch mehr über deine Angst erfahren. Alle Gegner werden vernichtet. Ich vernichte euch. Oh, sind wir bereit, wenn wir es brauchen? Warum müssen hier alle... Das ist ein Vorrat-Zombie irgendwo gespawnt. Ich glaube, er ist da hinten, oder? Ein Schlüssel für den Weg. Hat sie den schon getötet gerade? Ja. Oh fuck, als ob, Bitch. Den hätte ich gebraucht. Wenn da steht, dass ein Vorrat-Zombie gespawnt ist, sag mir bitte Bescheid. Ich glaube, mir geht's nicht gut. Kommt her, heilen! Erstaunlich, dass ihr das jetzt erst gefunden habt. Das war doch leicht. Das Gefühl keine zu Munition töten. Mehr. Die Erleichterung. Der ungezügelte oh, wow. Rausch des Blutvergießens. Ah, hey, wo kam das denn her? Das kommt nicht dauernd an. Ein Schlüssel. Aber er liegt nicht gleich der Hoffnung. Das ist echt Cancer, gegen die zu spielen mit den Lags. Ich hebe die spannendsten Szenarien für später. Aber ich glaube, sie kann nichts dafür. Beziehungsweise, eventuell spielt sie aus irgendwelchen Gründen in dieser Region hier, was keine gute Entscheidung war. Sie sollte hier eigentlich nicht in unserer Region spielen, meiner Meinung nach. Da herausgerissen zu werden. Nicht gut. Alter. Diese Frau laggt einfach nur zu Tode. Also jetzt ist ganz schlimm auf einmal. Ich weiß nicht warum. Ja, ich glaube die anderen haben auch genauso sehr Lags. Hallo? Okay, konnte sie nicht hochheilen. Ja, die anderen haben genauso Lags wie ich. Ich habe eine Theorie. Mach das nochmal. Das wäre echt schade, wenn ich jetzt gestiftet wäre. Mein Erste-Hilfe-Speer hat auch nicht funktioniert. Ich glaube, es ist ein Cheater. Nichts von Inter. Der Käfig schließt sich um euch. Ich denke, es ist doch ein Cheater. Reporte ich am Ende. Aber wenn mich jemand hochhalten könnte, ne, dann hätte ich mein cooles Heilspray und könnte alle rennen. Das wäre so geil. Die Hoffnung stirbt schon vor euch.
Spiel wirkt so leise. Hoffnung. Die Hoffnung stirbt schon vor. Vielen Dank. Ich habe mein Erste-Hilfe-Spray noch sogar. What the heck? Kein blaues Heilkraut finde, überlebe ich nicht lange. Guck mal, auf einmal leckt es schon ein bisschen weniger gerade wieder. Lol, die hat die Pflanze hier. Werdet ihr die letzte Herausforderung überhaupt erreichen? Erledigt mich noch. Geht's allen besser? Ausgezeichnete Daten. Selbst die beste Saat sprießt nicht, wenn sie aufsteigt. Ein Sieg auf dem Papier, aber nicht genug Daten. Die hat nicht besonders gut gespielt. Die hat einfach nur gelaggt, wie scheiße. Privates Profil, ich meld's mal. Wenn das den Leuten öfter passiert, dann... Ich müsste mir echt mal langsam eine Liste machen mit Namen von Leuten, gegen die ich lieber nicht mehr spielen will. Weil die Tendenzen zu komischen Verhaltensmustern haben. So. Bei DBD war das früher ja auch so schlimm. Dass die Leute da teilweise Lag-Switch haben, das weiß man irgendwie gar nicht mehr so. Dabei sind die Dedicated Server, die haben sie glaube ich noch gar nicht so lange. Der Großteil der Zeit war meistens eigentlich relativ auch geplagt von solchen Lag-Switchern oder sowas. Stand in DBD mal bei einem Killer auf der Liste. Lol. Ich weiß nicht wieso und er auch nicht. Okay. Bei so einem Streamer dann oder wie? Hm? Oder woher weißt du, dass du auf seiner Liste standest? So, wäre nett, wenn wir jetzt einen Survivor hätten. Er hatte mich getunnelt und ich habe dann gefragt, was er für ein Problem mit mir hatte. Und er meinte, ich stand auf seiner Liste. Ich habe mich gefragt, weswegen. Und er meinte, er weiß es nicht. Aber ich stand da und Alexyra ist nicht wirklich verwechselbar. Nee, eigentlich nicht. Das ist ja merkwürdig. Auf seiner Tunnelliste. So, so. Ja, why not? Der Name sagt mir auch was. Ich hoffe nicht im negativen Sinne. Ich kann mich nicht erinnern. Ich sollte mir wirklich Namen aufschreiben von Leuten, die... Naja. Nicht die faire Art und Weise spielen. Damit ich meine Zeit nicht verschwende, gegen die zu spielen. Dinge. Ihr fürchtet euch und ihr sterbt. Gefällt mir nicht. Das ist eine sehr, sehr gute Nikolai-Map. Hier müssen wir enorm aufpassen, was wir machen. Ihr hört Todesschreie. Ich höre nur die Kasse klingeln. Hey, wo kam das denn her? Und die eine ist schon wieder disconnected. Ja, okay, GG. Wenn da schon wieder eine gegangen ist, ist es eh schon GG. Geschlossene Tür. Ich glaube, ich komme durch. Das war viel zu leicht. Aber freut euch nicht zu früh. Irgendwie ist der Sound komisch. Ich weiß nicht warum. Ich kann es an meinem Headset. Gruselige verschlossene Tür. Ich mach das. Oh.
Aber irgendwie kommt mir der Sound komisch vor. Schlüssel. Könnt ihr ihn nutzen? Ich check das Game immer noch nicht. Ich komme auch nicht ganz mit, aber ich verstehe es auch nicht. Oh, wo ist die down? Schon okay. Wir schaffen das. Nein, ich wollte... Oh mein Gott. Also der erste Bereich ist halt einfach, ja, Schlüssel sammeln. Die Tür ist zu und die letzten Momente eures Lebens vergehen. Wenn ich mich nicht anpasse. Keine Munition! Gute Nacht. Munition alle! Gefunden? Welcher Amateur hat das da liegen lassen? Ich hab gar keine Muni mehr, ne? Cool. Cool. Kann ich hier nicht einen Vorratszombie oder so irgendwo spawnen? Und wir können gehen. So viele sind so weit gekommen. Hm. Inakzeptabel. Ich habe trotzdem das Gefühl, als wäre es mit meinem Sound komisch. Das ist kein Problem. Vielleicht muss ich das Spiel kurz mal neu starten gleich. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass die eine disconnected ist, macht es echt nicht besser. Der hat da hinten Turret aufgestellt. Gucken, kann ich die von hier aus irgendwo. Kamera auf! Wenn's hier ist, finde ich's. Sei froh, dass du immerhin nicht als Erster gefallen bist. Hm. Shit. Dachte, ich wäre ein Lesegerät. Nö, kein Lesegerät. Du kannst dich halt auch echt nicht bewegen, wenn du da abgeschossen bist. Holy shit. Außer du bist Jill. Dann vielleicht schon. Oh oh. Danke. Oh, fantastisch. Vielen, vielen Dank. Einen Moment. Ich blockiere die Kamera. Der hat, glaube ich, alle Lesegeräte hier drüben. So leicht. Hm. Ich finde einen anderen Weg, euch aufzuhalten. Wie sagt man, ohne Folter keine Wissenschaft? Becker? Hallo? Hilfe?
freundlich. Aber ich hatte irgendwie mehr erwartet. Dann wohl nicht. Dann ist wohl GG. Ihr seid so langsam, verliert und ich werde bezahlt. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht kann ich was finden. Ich hoffe, ich komme da einfach... Vergiss es. Ruhig. Ist egal, ob ihr hier sterbt. Zu dritt ohne den January. Have fun. Macht keinen Sinn. Sei froh, dass du immerhin nicht als. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass irgendwas mit dem Sound komisch ist. Ich starte mal vielleicht kurz neu. Kein Tötungsbonus, aber Sieg ist Sieg. Aber wieso ist die einfach disconnected? Ich verstehe das nicht. Manche Leute sind echt ein Rätsel. Frohes Fest Holzlatte. Was? Was ist denn ein frohes Fest Holzlatte? Ist das ein Weihnachtsskin? Das ist halt wirklich ein Weihnachtsskin. Sind sie da nicht ein bisschen früh dran? So, ich starte mal ganz kurz neu. Weil irgendwas ist komisch mit dem Sound. Oder es liegt an mir, ich bin mir nicht sicher. Aber das Spiel ist jetzt nicht so komplett schwer zu verstehen, was man machen muss, würde ich eigentlich behaupten. Ich meine, selbst ich habe das irgendwie gelernt, ja. Das muss was heißen. Es kommt mir trotzdem leise vor. Wobei, ich glaube, es lag an meinem Headset gerade, an irgendeiner Einstellung an dem Ding. Naja, so, wie sieht's mit unserer Quest aus? Wie weit sind wir denn? Wir konnten keinem helfen, weil die andere uns zuvor gekommen ist. Na super. Oh, wofür spiele ich Valerie, ey? Naja. Ich bin auch immer beschäftigt mit selber down gehen und nicht die anderen heilen. Okay, wir haben Martin dabei, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht mal down geht, nevermind. Wäre hoch gewesen. Den hätte ich dann heilen können. So viel dazu. So, nochmal in die Runde gefragt. Habt ihr dann heute Abend eigentlich Bock auf Sims? Sollen wir heute Abend wieder Sims spielen oder sollen wir was anderes zocken? So mal in die Runde gefragt. Beziehungsweise sollen wir nur Sims spielen. Wir können auch erst noch irgendwas anderes zocken und dann Sims oder davor Sims und dann später nochmal was anderes. Mal gucken. Vielleicht finde ich ja noch ein Spiel, was auch noch ganz cool wäre, was man vielleicht mal wieder angucken könnte. Anzocken oder so. Dwight. Guck mal, wir springen gegen Dwight, Annette, hier. Let's go. Die versteckt sich wahrscheinlich mit dem Zombie die ganze Zeit nur im Schrank. Unter anderen Umständen könnten wir Freunde sein. Ich versuche es schnell zu machen. Warum tun Sie uns das an? Guck dir das an. Das leckt auch schon wieder irgendwie. Aber es steht nicht, dass das eine stabile Verbindung ist. Ja, aber es ist trotzdem schon wieder irgendwie laggy. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen, wenn Sie das benutzen wollen. Zumindest die anderen laggen gefühlt voll durch die Gegend. Instabile Verbindung, ja, okay. Nevermind.
Was ist denn mit den Leuten heute los? Die Aktivierung kostet sie Zeit und Energie. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich heute Abend da bin, aber ich werfe Sims. Es ist mir das Spiel zu laut auf einmal. Das geht sie auch bringen offenbar. Die Menschheit durch ihr Handeln nur in größere Gefahr. Warum müssen hier alle Typen... Es leckt wieder. Sie haben sich zum Ziel gemacht. Wenn Sie weitermachen, werde ich Sie aufhalten. Ich spiele irgendwie nur mit Hunden. Aber weiter lasse ich Sie nicht gehen. Merkwürdig. Das ist auch schon wieder nur merkwürdig irgendwie, dass die Leute alle nur noch laggen. Beachtlich, dass sie so weit gekommen sind. Aber ich muss ihre Vernichtung vollenden. What the fuck? Was zum Teufel ist los mit unserer Jill hier? Ich glaube, die ist irgendwie besessen. Hat die denn für so viele Hunde? Der Nette. Hä? Das ist einfach nur strange, die Runde. Und die Jill ist das Merkwürdigste an der ganzen Runde. What the fuck? Oh, jetzt ist sie gefixt, okay. Einmal gegen die Tür kloppen hat gereicht. Wirklich nur mit Hunden. Hä? Ja, die müssen auch mal andere Zombies spawnen, außer Hunden, würde man meinen. Ja. Also irgendwas ist super strange an dieser Nette. Die spawnen die ganze Zeit nur Hunde. Ah ja, und Fallen hat sie. Hunde und Fallen. Trotzdem strange. Okay, what the heck, Alter. Wie gesagt, es leckt einfach bei allen Gefühlen nur noch. Die Tür ist auf, Bewegung! Das hat mit Siegen nichts zu tun, sondern mit Egoismus. Ich habe meine Fähigkeit gerade vor 3 Sekunden oder so, oder 5 Sekunden eingesetzt und ja. Ne? So viel dazu. Ich habe Angst vor den letzten Stages, wenn ich ehrlich bin. Also von der jetzt. Gegen die hier. Ich habe Angst. Und ich habe immer noch kein Supply-Zombie-Gefühl gesehen. Wo sind denn die, wenn man die mal braucht? Dass sie so weit gekommen sind. Ich werde meine Strategie überdenken.
Scheiße. Ich dachte, ihr habt die Webcam gemutet. Nein, ich hasse alles. Ich glaube, das hat nicht gut funktioniert. Es tut mir leid, ihr musstet mir jetzt beim Niesen zugucken. War ja klar. Schade, ich habe mich hier gesehen. Puh, Glück gehabt. Keine Ahnung, wie das chemisch funktioniert. Das sind Supply-Summen hier oben. Ich hatte immer den Vorteil. Oh, wir haben ihn nicht bekommen. Einer hat das Licht gesehen. Oh, einer ist rausgeflogen. Wow. Toll, mein Spray ist weg, aber ich bin auf infiziert 3 instant. Okay. Wenn ich nicht bald ein blaues Heilkraut kriege, sieht's Fenster aus. Gib es! Oh, hilf mir das zu beenden. Ich heile. Er gewinnt schon nur wieder nur wegen seinen Lags. Bin da schon längst dran vorbei gewesen, aber gut. Gar keine Muni mehr. Cool. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte die Blendgranate aufnehmen. Was die anderen machen. Komm
Oh, da werden Supplies um. Oh, Hunde, ey. Oh, shit. Die gewinnen halt nur wegen ihren komischen Lags. Ich glaube, ich sollte mir wirklich eine Liste machen. Der Sam kommt halt irgendwie auch nicht mehr dazu, irgendwie da drauf zu schlagen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht. Heilung hier! Der Sam ist irgendwie useless. Ich weiß nicht warum. Vielleicht lag es bei ihm noch schlimmer als bei mir. I don't know. Ich weiß aber auch nicht, was die anderen gemacht haben, um ehrlich zu sein. Also der Sam war ganz merkwürdig auf einmal. Den habe ich die ganze Runde nicht mehr gesehen. Der hat gefühlt nicht existiert. Aber ich habe die Vorder-Zombie-Dingens einmal hinbekommen. Stufe 17 Samuel. Der hat gespielt wie... keine Ahnung was. Aber ja gut, wie gesagt, mit Lagswitch kann ich halt auch gewinnen. Beziehungsweise United States, wenn der da wirklich herkommt, was macht er in meiner Region? Minus Web Cheater Ethernet Switch Lag... Lag, was? Switch lagging? Achso. Don't think we didn't see that. Lol. Ja. Okay. Switch-Lagging. Das hat der eine da drauf kommentiert, auf dem sein Profil. Also, ja, ne? So. Boah, das mit dem Hallen, ne? Die Leute gehen gefühlt nicht down. Zumindest ist es halt echt schwer, wenn du gegen einen Lag-Switcher spielst, da jemanden hochzuhalten. Ich wünschte, ich könnte es, aber mal gucken, ob wir jetzt noch eine Runde bekommen, die vielleicht normal ist. Ich habe das Gefühl, gefühlt alle Survivor-Runden, die wir heute gespielt haben, waren immer gegen solche Leute. Gefühlt halt wirklich alle. Das ist schon traurig.
Probably 11k, to be honest. Okay. Da sehe ich sie. Aber hey, wir haben Valerie jetzt irgendwie auf Stufe 20 bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch die ganzen Runden heute so weit gekommen ist, aber hey, immerhin. Darkness sagt mir auch was, der Name. Oh, das ist auch ein Cheater, glaube ich. Da gehe ich raus. Das war auch ein Cheater. Bin mir ziemlich sicher. Den Namen habe ich in Erinnerung behalten. Sehr, sehr negativ. Bin mir ziemlich sicher, das war ein Cheater, glaube ich. Der dann einfach kurz mal Lex-Switch angemacht hatte, wenn es ihm nicht gepasst hatte, die Runde. Gegen den spiele ich nicht. Der macht auch Switch-Lagging. Aber den Namen habe ich super negativ in Erinnerung. Gegen den haben wir schon öfter gespielt und dann war das wieder immer dasselbe. Deswegen will ich ihm gar nicht erst die Chance geben hier. Er kann selber gucken, wo er bleibt. Ich sollte mir wirklich eine Liste machen. Einfach weil die Community auch schon relativ klein ist, gefühlt. Sollte man vermutlich relativ schnell herausfinden, wer gegen wen man spielen will und gegen wen nicht. Meine Wänse, die sind gerade beide am Schlafen. Das ist echt erstaunlich. Normalerweise würden die jetzt Party machen, hätte ich gedacht, mit mir hier, aber offenbar wollen die nicht. Die wollen lieber pennen. Ach ja. Wahrscheinlich um 4 Uhr morgens dann so, oh ja, jetzt können wir mal wieder losreden, ne? Oder wie war das? Ich glaube, Lizzie meinte gestern so, oh, die Wänse, die sind ja direkt still heute. Und dann instant, das haben sie gehört und gelesen, glaube ich. Instant ging's los. Instant. Das war sehr lustig. Aber du darfst das halt wirklich nicht sagen. Du darfst das einfach nicht sagen. So, hoffentlich bekommen wir jetzt einen Mastermind, der eventuell nicht cheaten muss. Bitte. Wobei, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden vielleicht hochhalten dürfte, ne, gegen einen, der cheatet, wäre vielleicht sogar besser. Ich muss noch 2 Leute hochhalten. Der kann ja nicht so schwer sein. Angry German. Okay. Wenn er wirklich aus Deutschland kommt, dann müsste die Verbindung ja 1A sein. Ich erfülle all meine Aufträge. Ihr seid so gut wie tot. Ich will ehrlich sein. Ich war noch nie in so einer Lage. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Banner, dachte ich mir doch. Ich musste da echt lange drauf schießen. Oh. Halt drauf schießen würden, ne? Oder halt ordentlich drauf schießen würden. Ich muss eine Probe behalten. Der Ronin ist auch einfach nur so, okay, let's go.
Vielleicht kann ich was heilen, falls er verletzt wird. Das war viel zu leicht. Aber freut euch nicht zu früh. Das Ding ist vielleicht nicht tödlich, aber es wird euch aufhalten. Wodurch bin ich bitte infected? Oh Leute, das ist ein Schussgänger. Geht's allen besser? Hey, der Weg ist frei! Wo ist denn die Frau? Wer macht die andere denn? Inakzeptabel! Oh Gott, ey. Ja, schon besser. Die war zu spät fürs Heilspray da. Naja, ich würde es überleben. Kein Problem für mich. Boah. Okay. Was macht der Typ da vorne? Achso, er ist schon vorne gegangen. Hier muss es doch. Einen Moment, ich blockiere die Kamera. Ja, auf jeden Fall, das mit dem Doppelschuss, das finde ich auch am stärksten. Hier auf dem Schießstand. Keine Munition! Visiere an. Seid zu entspannt. Ich werde es euch schwerer machen. Einmal. Yes! Mach ich dem ein Ende. Ja, das ist ja, für sie ist das theoretisch das erste Experiment. Dafür kann sie aber extrem gut mit der Schusswaffe schießen, also, ne? Ihr gebt nicht auf. Respekt. Da drüben war kein Lesegerät, ne? Oder da? Gegen den läuft es tatsächlich ganz gut. Wenn es hier ist, finde ich's. Er geht einmal kurz auf die Kamera, ist so bam, weg mit dir. Ich könnte jetzt sagen, euer Teamwork hätte mich beeindruckt, aber das wäre Gott sei Dank. Wir haben eigentlich schon einen hochgeheilt. Müssen wir nur noch einen hochheilen, dann könnten wir... Ja.
Dann haben wir die Quest auch. Dann kann ich beruhigt in meine Pause gehen und noch ein bisschen Rennmäuse füttern, selber was fressen. Und dann spielen wir später Sims. Abends nochmal ein bisschen. Ich kann euch später töten. Boah, ich traue dem halt überhaupt nicht. Ich kaufe mir lieber zu viel Muni als zu wenig irgendwie gerade. Ich hätte mir auch noch eine andere Waffe kaufen können, aber ich glaube, ich lasse es mal so. Vielleicht kann ich was finden. Das war nice. Den haben wir richtig ausgesperrt, den Arsch. Ach ja. Nice try, I guess. Das war irgendwie nicht so klug von ihm gespielt, muss ich sagen. Das ist ein leichter Tool. Kann noch mal jemand down gehen oder so? Wow, oh, ich hasse alles. Ich komme wieder. Ein Rage Quitter. Der zum Schluss, bevor die Survivor gewinnen, noch Rage quitten muss. Oh, so einer bist du also. Aha. Oh Mann. Das war ja wieder klar. Ah, die Community in dem Game, die tut mir echt manchmal weh. Deswegen haben wir natürlich jetzt hier auch wieder nichts dazu bekommen. Oder auch hier. Aber die Leute, ne? Ach, schade. Naja, was willst du machen? Gibt leider offenbar ein paar viele Vollidioten, die das Spiel spielen. Tja, okay. Dann würde ich mal sagen, Leute, machen wir mal eine Pause. Und wir machen dann später weiter mit Sims. Irgendwie so 20, 21 Uhr. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit ich brauche. Und dann sehen wir uns später wieder, Leute, ne? Danke fürs dabei sein und ja, bis später. Bye, bye.